Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Tribünen, zu Hause im Stream und später auf YouTube. Nach Monaten, ja, wenn nicht sogar nach Jahren des Wartens und vielen vielversprechenden Zwischenmeldungen ist das Kulturfördergesetz endlich da. Einmalig ist es in Deutschland, so hört man immer wieder, ist von der Regierungsbank oder halt eben den rot-grünen Fraktionen schallen. Ja, es ist einmalig kraftlos. So sinnvoll die gesetzliche Absicherung und Definition der Kunst- und Kulturlandschaft doch ist, so schwach ist dieser Regierungsentwurf. Denn Herr Professor Sternberg hat das ja schon umfangreich ausgeführt. Über den vielen gut gemeinten Worten steht der Haushaltsvorbehalt. Und wir entnehmen dieser Einleitung jetzt mal zwecks besserer Verständlichkeit ohne den ganzen Füllwörtern, dieses Gesetz begründet keine Ansprüche auf Landesförderung. Punkt. So, und an dieser Stelle könnte ich jetzt meine Rede beenden, ja, denn mich deucht, an dieser Stelle wirft ein verfassungsrechtlicher Hirnfurz seine dunklen Schatten, sprich die Schuldenbremse, seine dunklen Schatten auf die Kunst- und Kulturlandschaft in NRW voraus. Herr Kollege, darf ich Sie bitten, sich einer Begrifflichkeit zu befleißigen, die dem parlamentarischen Kommand und dem Thema Kultur entspricht? Herr Präsident, ich möchte korrigieren, eine verfassungsrechtliche Flatulenz namens Schuldenbremse. Aber nicht nur die Frage der Finanzierung prüft den politischen und gesellschaftlichen Stellenwert der Künste und Kultur in NRW. Es sind auch internationale Bedrohungen, wie zum Beispiel die des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP oder die des kanadisch-europäischen Freihandelsabkommens CETA. Und just heute wurden knapp 1600 Seiten geheimer CETA-Dokumente auf netzpolitik.org veröffentlicht. Und die darin enthaltenen Bestimmungen, auch besonders im Bereich des Urheberrechts, sind nicht nur problematisch, sie sind auch besorgniserregend und werden, sofern sie umgesetzt werden, auch für uns in NRW relevant. Meine Damen und Herren, Kunst setzt eines voraus, nämlich die Kreativität des Einzelnen. Und Herr Kollege, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Würden Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte ganz gerne zu Ende reden. Sie möchten keine Zwischenfrage? Genau. Meine Damen und Herren, Kunst setzt eins voraus, die Kreativität des Einzelnen. Und an dieser Stelle frage ich mich, wie es um die Kreativität in unserem Land bestellt ist. Edward Snowden hat uns nicht zuletzt gezeigt, welchen Ausmaß die systematische Überwachung der Menschen in unserem Land hat. Und ich muss mich da zwangsläufig fragen, wie sieht die freie Entfaltung der Menschen in einer vollständig überwachten Gesellschaft aus? Wie wird die Kreativität freigesetzt, wenn die Kreativen ständig mit der berühmten Schere im Kopf leben und befürchten müssen, dass ihr künstlerisches Werk oder eine künstlerische Äußerung mal dazu führen kann, politisch geächtet zu werden? Wenn wir uns als Parlament über ein Gesetz zur Förderung und Entwicklung von Kunst und Kultur unterhalten möchten, dann sollten wir auch darüber reden, welche Rahmenbedingungen wir setzen, damit dies in Zukunft überhaupt noch möglich ist. Mit diesen Worten möchte ich meine Rede beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Danke, Herr Kollege Lammler, für die Landesregierung.